William oder Wilhelm der Zweite hier. Und damit herzlich willkommen zurück hier zum Let's Play Die Normannen oder die normannische Eroberung Englands, wie die erste Folge hieß. Wir machen weiter, natürlich haben wir noch ein paar Aufgaben vor uns und dann geht es endlich in die Schlacht, denn wir sind ja aktuell im Krieg. Klare Sache. Unten rechts sieht man das, das habe ich ja auch das letzte Mal gezeigt. Wir schauen, haben wir da so eine Glatze hinten, seht ihr das? Also, unser Kopf ist etwas größer als das H3D-Modell. Ja, das sieht ein bisschen kahl hinten aus. Aber gut, ja, wollen wir jetzt nicht über das Aussehen unseres Williams herziehen. Wir machen hier erstmal weiter. Lebenswandel. Ich denke mal, klare Sache. Zwischen Diplomatie und Bildung gibt es hier nur eine vernünftige Lösung für uns. Und zwar ist das die Kriegsführung. Das nehmen wir mal. Wir bekommen 40% on top. Ne? Durch eure Kriegsführungsausbildung erhaltet ihr 40% mehr Erfahrung. Na, das ist auch so etwas, was ich ja auch oft vergessen habe. Und zwar eben durch hier unsere Ausbildungseigenschaft und wie viele Sterne wir am Ende haben, bekommen wir entsprechend auch später monatlich mehr Erfahrung in dieser Richtung. Das heißt, weil wir ja 4 Sterne sind, bekommen wir 40% mehr, was eine super tolle und coole Sache ist. Deswegen ist es immer gut, seine Nachfahren, seine Kinder gut auszubilden. Na, das ist auch wieder so ein Punkt, da muss man drauf aufpassen. Also wir gehen jetzt mal hier rein. Wir sehen, der William, der hat galant gewählt. Und weil wir auch letztens gesagt haben, wir machen das jetzt ein bisschen langsamer, schauen wir uns mal an, was macht überhaupt galant. Also hier haben wir erstmal den standhaften Anführer. Kampfgeschick 4 und dann noch reduziert die Risiken beim Befehlshabend von Armeen. Gut, Hof machen. Liebesdinge, Durchbrennen, Komplott, Stärke und Chance. Naja, vielversprechende Aussichten. Heiratsannahme, enge Verwandtschaft, weitere Verwandtschaft. Okay, läuft, ne? Und Treue und Respekt, Meinung Ehepartner, Werte durch Ehepartner, Ratsaufgaben. Auch nochmal, on top, 25%. Ritter-Effektivität 75 ist Schmecko, ne? Also ist richtig, richtig lecker. Und vor allem auch im Late Game, wenn man viel mehr Ritter hat, ist das super stark, ne? Ich habe jetzt natürlich die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber ich weiß noch ganz gut, Ritter-Effektivität plus dann noch diese ganzen anderen Boni mit Ritter-Effektivität, ja, das kann schon richtig lecker werden. Niemals aufgeben, verbündete Todesverluste, Vorteil. Auch richtig geil. Königsgarde, da haben wir hier 4 Ritter, auch super toll. Friedensstifter, Friedensannahme. Das heißt, wenn wir einen Krieg führen und bis 90% kommen, dann können wir schon den Krieg beenden. Da müssen wir nicht mal auf die 100 kommen. Auch eine super tolle Sache, um eben schnell Kriege zu beenden. So, was werden wir jetzt mal nehmen? Kriegsführung, da haben wir jetzt schon 20, sonst eben nicht viel. Was ich cool fände, Schreckenszuwachs, Kontrollezuwachs. Das werden wir auf jeden Fall brauchen. Vor allem die Kontrolle, wenn wir jetzt natürlich siegreich sind und England haben. Na, ich nehme jetzt einfach mal an, das schaffen wir. Also nehmen wir mal Autorität. Und zwar Hauptfokus eben auf Kontrollezuwachs. Aber ist das jetzt Kontrollezuwachs überall oder Kontrollezuwachs nur in meinen Gebieten? Bin mir da so nicht so sicher. Das habe ich vergessen. Kontrolle bemisst, wie sehr die Regierung die Bevölkerung eine Grafschaft im Griff hat. Ja, das ist klar. Dumm wäre natürlich Kontrollezuwachs nur in den Ländereien, wo wir regieren, ne? Das wäre natürlich doof. Ich gehe mal hier so drüber. Hier haben wir Dienst an der Krone, Schwerpunkt auf Autorität, das bringt alles was. Das ist nicht mal unsere Grafschaft. Ich werde das jetzt einfach mal nehmen und wir testen das wieder mal aus. Ja, nehmen wir mal, wir schauen mal hier zum Beispiel.
Da hat sich nicht viel getan, ne? Vielleicht muss ein Monat oder so vorbeigehen. Wir schauen mal hier. Schwerpunkt auf der Autorität. Ja. Nee, da. Schwerpunkt auf Autorität. Schwerpunkt auf Autorität. War nicht Schwerpunkt auf Autorität vorhin auch da? Ich weiß es gar nicht. Also es bringt auf jeden Fall was. Das ist schon mal gut. Da haben wir schon mal das erste Geheimnis gelüftet. Eieiei, ne? Viele, die jetzt so richtig in CK3 sind, ne, denken sich, warum ist denn der da so noobisch unterwegs? Ne? Aber gut. Weiter geht es. Also, das haben wir jetzt erstmal geschafft. Lebenswandel. Und wir gehen weiter zum Rat. Wir haben hier unsere Ehefrau, die wird uns in Ritterlichkeit behilflich sein, obwohl Domänenverwaltung plus 10 auch noch gewaltig wäre. Na, das muss man auch schon sagen, plus 10 vor allem. Wir können ja switchen, wir werden ja Krieg führen, gehen wir mal auf Ritterlichkeit. Dann werden wir hier... brauchen wir das? Ich glaube, momentan brauchen wir es nicht. Wir gehen mal auf unseren Ratsmarschall, den Richard, 80-jährig. Okay, ist ein starker Vasall. Sagen wir mal so, RP-technisch, ne? Machen wir ein bisschen Roleplay auch hier. Er darf bleiben, sonst hätte ich den ausgewechselt. Er soll aber hier Leute ausbilden. Dann haben wir hier, ganz wichtig, unser Ratspitzel. Da schauen wir mal, ob es irgendwie bessere gibt. Und dann sehen wir, gibt es eben nicht. Also werden wir hier Komplotte stören erstmal nehmen. Dann gehen wir mal auf Graf Robert. Graf Robert ist mein Halbbruder. Übrigens, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, ups, das wollte ich nicht. Der Robert, der war, oder der hat von unserem William, nachdem er England erobert hat, auch die Kontrolle bekommen, um die Grafschaften zu verwalten. Ich bin mir da aber nicht so hundertprozentig sicher, ob ich mich richtig erinnere, aber ich glaube, ungefähr sowas war es. Ne? Auf jeden Fall, das war dann nach dem Krieg sozusagen dann so seine Entscheidung. Der ist dann wieder in die Normandie zurückgekehrt. So, schauen wir mal, ob es bessere gibt. Gibt es natürlich. Da haben wir hier einen Höfling. Auch hier werden wir erstmal Roleplay-technisch nichts machen. Dann schauen wir hier auch nochmal den Verwalter. Und beim Verwalter haben wir Graf William mit 7. Und er ist auch ein Graf. Ein kleiner Graf, der eben auch hier, wie man sieht, super schlecht ist. Und auf der anderen Seite haben wir 19er Höfling. 19er Höfling. Ist auch Teil meiner Dynastie. Auch hier werden wir erstmal nichts machen, ne? Das Einzige, den ich entfernen wollen würde, ich meine, 7 ist auch super mies, ne? Das ist schlecht, steht doch knallhart da, ne? Ist auch super mies. Den Bischof würde ich gerne auswechseln mit 4. Super, super schlecht. Das ist übrigens der Rat unseres Lehnsherrn, also des Königs von Franzien. Wartet mal, ne? Das ist das Kaiserreich. Wir gehen jetzt mal hier auf ihn, Philippe. Das ist sein Rat. Das kann man sich immer hier anschauen. Und wir sehen auch, wir sind Ratspitzel bei ihm. Schade, dass wir nicht Ratsmarschall sind. Ich meine, das wäre natürlich viel besser. So, was haben wir denn hier? Few Ritter steht hier. Ja gut, die kommen schon. Keine Sorge. Wir schauen auch hier, was wir haben. Wir sehen Kriegsvolk. Haben wir 200 Bondi. Wir haben Wigmannen 100. Und Mangonellen nur 10. Wir haben ein bisschen Geld. Ich würde sagen, wir werden hier ein bisschen pushen. Und zwar Richtung, was kosten die? 66. Pushen wir mal. Boah, das ist natürlich... Was haben die denn für Werte? 18, 20, 22, 14, 18, 12.
Gepanzertes Fußvolk, 32-22. Huskarle, ne? Boah. Die Huskarle, die sind gut. Die sind gut, oh, die sind auch nicht schlecht, ne? Die haben Verfolgung. Varega Veteran, die sind sogar noch besser als Huskarle. Bondi. Wigmannen. Leichte Reiterei, sowieso immer, immer nett, ne? Immer nett. Die sind sauteuer, aber ich würde sagen, wir gönnen uns mal 100 Stück. Ja, nicht, dass ich übertreibe, ne? Und hier vielleicht nochmal, was kosten die? 61, auch nochmal 100 Stück. 390, theoretisch können wir noch nachziehen. Hier nochmal 50. Ja, das wird jetzt richtig teuer, ne? Also gut, wir haben jetzt ein bisschen aufgestockt. Wir sehen hier, wir haben die Schar von Herzog William. Die Schar, alles klar. Alle erstmal zusammen. Das ist schon mal eine Sache. Gleich schauen wir uns auch den Befehlshaber an. Dann gehen wir hier. Guardian can be assigned. Also, da geht's schon los. William der Rote braucht einen Guardian, also jemanden, der ihn beschützt und unterrichtet. So, lieber William, du bist tapfer und gehst in die Richtung Bildung. Schauen wir mal, wir gehen erstmal hier auf Bildung, haben wir hier jemanden, ja, wir haben jetzt nicht gerade super starke, ne? Hier, den können wir nehmen, der ist jetzt aber nicht so stark in der Bildung. Oder Bildungsfokus geben wir mal dem kleinen roten Jungen mal sie. Dann schauen wir weiter. Guardian can be assigned an ihn, Richard de Normandie. Er ist auf Diplomatie. Kind und... Nein. Halt. Kind unterrichten. So, Victor. Und jetzt schauen wir mal hier wieder. Alain der Rote, William de Varenne. Er ist ein Denker. Nehmen wir mal den. Wir haben aktuell wirklich ganz schlechte Leute am Hof. Man könnte jetzt natürlich ein bisschen Zeit aufwenden. Ja, ich dachte, der Älteste da, der... Komm. Kind unterrichten, jetzt bekommt sie den Besten sozusagen. Das ist eigentlich der hier, der Baldwin. Naja, gut. So. Entscheidung verfügbar. Das ist von der Mod. Kriegsbenachrichtigungen aktivieren. Das machen wir mal. Das werden wir aber noch nicht einschalten. Brauchen wir aktuell nicht. Einen Arzt suchen kostet nichts. Machen wir schnell. Wir werden wahrscheinlich einen aus unseren Reihen nehmen. Wo hatten wir denn? F5 war es früher, ne? Da haben wir ja unsere Höflinge. Jetzt schauen wir mal nach Bildung. Bildung. Da haben wir natürlich den Baldwin, das haben wir ja vorhin gesehen. Der Baldwin ist uns auch wohlgesonnen, also nehmen wir den mal, ne? Als Hofarzt einsetzen für 10. Ich glaube, die anderen werden wir nicht nehmen. So. Bande von Graf Robert ändern, Bündnisse aushandeln. Also, aber ein Bündnis mit unserem Sohn, der kurzen Hose, ja? Machen wir mal. Weg da. Graf Bayeux, auch hier, Halbbruder, mein Vasall. Machen wir mal. Warum nicht? Ihr könnt Herzog Conan den Krieg erklären, ja. Conan den Barbaren. Dem möchte ich sicher nicht den Krieg erklären. Wird ganz, ganz fies. Da kommt Arnold Schwarzenegger und macht uns hier sofort fertig. So, aber was ich versprochen habe, ist natürlich erstmal zu schauen, ob wir irgendwelche Bündnis aushandeln können. Nehmen wir mal hier unseren kränklichen kleinen Richard Sohn und zwar Ehepartner finden und wir machen das jetzt mal nach Bündnismacht. So, Frankreich wäre ja super, ne? Das wäre die Emma, das ist sie. Schauen wir mal, ne? Da sehen wir, die Emma wäre hier. Grundsätzlich, was man machen könnte, wenn man wollte, könnten wir Prinz Hug, ja, den ermorden, 92%, und dann ihn ermorden, 95%.
Und unser Sohn wäre dann unser Lehnsherr. So ungefähr, ne? Weil er wäre ja quasi verheiratet mit der Emma und sie wäre an der dritten Stelle und dann würde er ja sozusagen den Titel, glaube ich, bekommen. Nee, lassen wir das mal. Ist natürlich interessant, so zu überlegen. Ehepartner finden. Jetzt gehen wir mal ganz ernsthaft an die Sache. Und zwar, was haben wir denn hier? Mögliche Bündnisse Norwegen. Nein, nein, nein. Dänemark. Warum nicht? Dänemark, er ist 11. Sie ist bescheiden, geduldig, zufrieden. Und das ist eine Zweckehe, würde ich sagen. Es gibt, der hat ja noch ein paar Mädels am Start, ne? Er ist treuherzig und so weiter. Ich denke mal, die Gunhild sollte es tun. Gut. Und jetzt gehen wir nochmal und gehen auf die kleine Tochter hier, die Cecilia. Ehepartner finden. Da finden wir sicher auch noch jemanden. Und zwar sehen wir hier sogar den Prinz Philippe. Ja. Das könnte man machen. Das Problem ist, der König Philippe, nicht Prinz Philippe, der König Philippe, der kann uns ja nicht helfen. Ne? Der wird uns ja nicht helfen können. Ich würde sogar hier in die Richtung gehen. Das ist ein Herzog Ungarn. Er ist eigenwillig, er ist ein Vielfraß und ruhig. Aber wir brauchen die Unterstützung. Matrilinär nimmt er natürlich nicht an. Nehmen wir einfach mal. So. Jetzt lassen wir das so mal langsam laufen. Ich denke mal, wir haben alles, was wir brauchen. Rat steht. So, das steht auch. Vasallen. Nachfolge ist die kurze Hose. Bundteilung. Wir können nicht in die Erbteilung gehen und so weiter. Das müssen wir alles erforschen, glaube ich. Ist das richtig? Erbteilung heißt, die normannische Kultur hat nicht Innovation, Erbherrschaft. Und Erbherrschaft kommt erst da, ne? Das könnten wir ja theoretisch haben. Angelsächsisch, die haben sogar die Erbherrschaft, die Glückspilze. Und er hier, Französisch auch. Mensch, ne? Nur wir nicht. Gut, dann gehen wir weiter. Dann schauen wir mal hier. Das ist alles gut, keine Gefangenen. Alles klar. Ist das ein guter Kämpfer? Nein, nicht so toll. Ringespiel. Alles super. Wunderbar. Also gut. Jetzt können wir starten. Starten wir, bis eben die Heiratsannahmen kommen. Und es geht ja natürlich los, ne? An den unversöhnlichen William. Er nimmt an Svend. Ulfsen ist jetzt unser Verbündeter. Und Salamon auch. So, jetzt machen wir das natürlich nicht. Gemäß Geschichte, ne? Sondern wir machen das ungefähr, dass es uns passt, dass wir auch tatsächlich auch irgendwie Manpower im Hintergrund haben und auch das auch durchhalten können. Wir sehen hier für 350 und für 350 beide könnten wir schon mal holen. Ne? Dänemark ist nicht im Krieg, 3000, die auch 3700 könnten wir jetzt erstmal verballern, damit wir diesen Krieg hier gewinnen. Ich denke mal, das ist natürlich nicht verkehrt. Das werden wir auf jeden Fall blauchen. Ja, wir blauchen das. Wir nehmen erstmal uns. Warum nicht? Wir sind die Besten. Ja, 34, ne? We are the best. We are William. Und das ist schon mal gut. So, und jetzt nochmal kurz zur Schlacht. Also, das ist jetzt natürlich eine heikle Sache. Denn in Wahrheit, und das ist jetzt interessant, was passiert ist. Am 25. September. Ich lasse jetzt mal ein paar Tage laufen. Was habe ich denn hier? Bündnis geschmiedet. Ah ja, okay. So, jetzt haben wir den 25. September 1066, ne? Und am 25. September überraschten die Skandinavier östlich von New York. Ja, hier die Engländer damals. Also die Skandinavier von Norwegen. Die landeten dann irgendwo hier. Hier irgendwo ist York. Ich glaube, das ist hier York. Ne? Die landeten da irgendwo in der Nähe und griffen dann natürlich England an.
damals, der König Englands, der Harold II. Godwinson, der hat das natürlich erfahren und ist dann hochgelatscht mit seinen Truppen. Der hat alle ausgehoben, hat gesagt, jo, ja, wir müssen alle hoch jetzt, ne? So, parallel dazu hat ja hier William II. Eine Flotte aufgebaut, ne? Schiffe, den ganzen Spaß, den man natürlich braucht, um rüber zu schippern, hatte aber Probleme mit dem Wetter, ne? Das Wetter war so mies, dass er seine Abreise verzögern musste. Und jetzt könnt ihr euch das vorstellen, er wäre, ne? Wäre das Wetter ja eigentlich ganz gut gewesen, wäre er ja der Erste, der hier gelandet wäre. Und Godwinson, er, hätte dann direkt auf ihn reagiert, wäre dann nach Süden gelatscht. Und er hätte dann natürlich eine ausgeruhte Armee gehabt und so weiter und so fort. Und die Norweger wären dann oben überraschend dann später gekommen. Wären später gekommen. Und jetzt ist es eben so gewesen, dass eben am 25. September erst die Wikinger, ich nenne sie jetzt einfach mal Wikinger, dass Harald erst gelandet ist und dann der Harold da Richtung Norden gelatscht ist. Und jetzt haben wir natürlich, jetzt haben wir natürlich das Glück, dass wir schlechtes Wetter haben und uns vorbereiten. Dementsprechend lasse ich ein paar Tage laufen, ne, so ein bisschen so tun, als wäre das so wie früher. Die ist nicht so gut und er ist auch nicht so gut. Na, 5 Bildung, 11 Bildung und sie hat sonst nichts bis auf Stratege und würde uns 50 kosten. Das ist natürlich super schäbig. Aber auch hier ein Tipp eben an alle, wenn ihr keinen Hofarzt findet, also hier, ne, mit diesem Event, schaut doch einfach mal in eurem Hof, ne, und sucht euch einfach denjenigen mit der höchsten Bildung und eben grün muss er auch noch sein, weil Ärzte, die eine negative Meinung haben, die verletzen euch vorsätzlich, ne? Nicht vergessen. Die wollen euch wehtun. So, jetzt habe ich natürlich noch nicht so richtig gekämpft. Will ich auch noch nicht. Ich werde jetzt erstmal einen holen, einen Verbündeten. Und ich habe das Gefühl, dass sogar er der bessere Kandidat wäre. Warum? Weil ich glaube, dass er irgendwie einen Krieg starten wird, irgendwann mal gleich. Also holen wir den erstmal, haben wir 350 gleich gezahlt. Komm schon. So, da kommt er, das ist schon mal sehr gut. Wir verlieren Geld und wir gehen jetzt, na, Richtung England. Wir schauen nochmal, hier passiert noch nichts. Ich warte einfach mal ab, bis hier sich irgendwas ändert, dann wissen wir, dass da auch irgendwelche Kämpfe stattfinden und so weiter. Na, Waffenstillstand sehen wir hier und eben, wir können ein bisschen, gehen wir mal auf Stufe 4. Das ist jetzt natürlich viel zu spät. Ne? Geschichtlich, 3 Tage nach der Invasion hier im Norden landete William im Süden. Ich erzähle einfach mal, wie die Geschichte ist, dann spielen wir einfach mal so, wie wir wollen. Und zwar landete William, wie heißt nochmal dieser Ort mit PPP? Pevensey oder Pevensey. Das ist hier, das ist Hastings, das ist dann, Pevensey ist irgendwo hier, ne? So in der Nähe von Hastings. Da landete William 3 Tage nach der Schlacht oben in York. Landete er hier und hat dann sofort dann hier angefangen, sich auszubreiten und so weiter und ist dann Richtung Hastings gelatscht. Da auch angekommen, hatte natürlich mal Rast gemacht, kann man sagen, die paar Tage, ne? Aber von Norden kam ja der Godwinson erstmal runter, schön mal nach dem Sieg hier oben, über London und so weiter hier runter und es gab die Schlacht von Hastings und das war dann damals die entscheidende Schlacht, die dann der William gewonnen hat. Das war eine große Schlacht, die ging natürlich, war so ein bisschen zäh, das kann man sich dann auch im Internet anschauen, gab es auch so ein bisschen, so ein paar YouTube-Videos, super interessant. Auf jeden Fall hat William dann diese Schlacht hier gewonnen, hat den König ihn in der Schlacht getötet, also nicht er höchstpersönlich, sondern der König Harold II. Wurde von einem Pfeil ins Auge getroffen sozusagen, also direkt in den Kopf und ist dann da auch gestorben. Entsprechend hat dann unser William
die Schlacht gewonnen und auch den Krieg. Dabei war er nicht einfach sofort König, ne? Das hat natürlich ein bisschen gedauert, aber das war dann die entscheidende Schlacht. Und apropos, wenn wir schon bei Schlachten sind, sorry, falls das irgendwie langweilig ist, aber ich muss das jetzt nochmal loswerden. Er hier, ne, der Harald, der wurde auch hier, der Harald der Dritte, der wurde hier umgebracht in York, wo ist denn das? In der Schlacht an der Stamford Bridge, glaube ich, hieß die Schlacht. Der wurde hier umgebracht mit sogar dem Bruder, wo ist der? Tostig Godwinson. Der hier, er war auch Anspruchsteller. Das habe ich jetzt natürlich in der letzten Folge nicht erzählt, aber der war auch Anspruchsteller. Und er hat sich auch mit den, sagen wir mal, den Norwegern verbündet und hat sie dazu gebracht, auch England anzugreifen. Er wollte ja auch irgendwie den Thron bekommen. Er war auf der Seite von Harald und ist dann auch während der Schlacht gestorben. Also das heißt, das seht ihr, ne? Also Bruder und so weiter sein, das bedeutete nicht viel. Na, das bedeutete tatsächlich nicht so viel. Also wir machen jetzt weiter. Wir warten jetzt ein bisschen ab, bis ich hier, wir sehen, ja, der verliert ein bisschen, ja, nee, der bekommt. Der hat jetzt gerade sehr wahrscheinlich eine Schlacht gewonnen. Da sehen wir, gewonnene Schlachten 5%. Ne? So, wir schauen aber auf der anderen Seite, was haben wir denn hier? Guardian can be assigned. Konstanze. So, Konstanze, warte kurz. Du bekommst auch den Baldwin. So, wir warten noch ein bisschen ab. Da geht's deutlich runter. Seht ihr das? 7100. Wir haben hier auch wieder eine gewonnene Schlacht. Das ist schon mal gut. Wir sehen, da oben gibt es auf jeden Fall ein paar Schlachten. Da kommen unsere Verbündeten. Das ist auch nicht schlecht. Wir werden hier nochmal... Wo haben wir unsere Flagge? Setzen wir die mal hier hin. Steuerung halten, Klick. Alle ausheben. Jetzt haben wir natürlich noch nicht alle, ne? Na, die Varega, die fehlen noch komplett. Warten wir noch ein bisschen ab. Noch einen Monat. So, jetzt haben wir alle. Sind denn jetzt alle da? Haben wir hier 100 Varega? Wir haben Speerträger, wir haben schweres Fußvolk. Bogenschützen. Kommen die jetzt oder kommen die nicht? Keine nicht ausgehobenen Soldaten verfügbar. Ich hätte jetzt erwartet, dass wir hier 100 Varega-Veteranen sehen. Varega-Veteranen. Ah, da haben wir sie. Wunderbar. Also schippern wir jetzt erstmal rüber und wir machen natürlich das, was wir am besten können. Direkt mal nach London und nicht nach Hastings. Ne? Das meine ich ja. Wir machen jetzt hier keine Wiedergabe der Geschichte, so wie es war. Wir müssen ein bisschen Crusader King spielen. Entsprechend warten wir natürlich ab, dass oder bis unser Verbündeter kommt. Der kommt so langsam, das ist auch schön. Und spielen das jetzt erstmal ganz, ganz entspannt und schauen uns hier den Verlauf an. Wir haben hier 27% gewonnene Schlachten und sehen, er ist bei 4400 Soldaten. Und da hat er verloren, ne? Verlorene Schlachten 31%. Das heißt, er hat hier gerade so richtig verloren. Auch hier sowas, ne, was ich sehr selten gemacht habe früher, mir sowas anzuschauen. Ne? Aber wie gesagt, easy peasy, ganz langsam gehen wir jetzt hier an die Sache ran. Da läuft er da weg. Ne? Und was wir früher auch immer gemacht haben, wir haben ja gesagt, wir machen uns ja so eine Belagerungsarmee. Mit Mangonellen und so weiter. Ich denke mal, das reicht aus. Die hier, vielleicht finden wir einen Belagerer. Den hier, das ist schon mal gut. Und mit der anderen Gruppe können wir schon mal hier rüber. Na? Das läuft doch auch super. So, jetzt schauen wir mal, wie der Krieg sich hier entwickelt. Wir haben hier gewonnene Schlachten weiterhin. 4800. Wahrscheinlich hat er noch Söldner gekauft. So, wir haben erstmal London erobert. Das ist nicht schlecht. Wir können schon mal dahin und helfen. Oder wir gehen, na, wir gehen jetzt mal hier hin und helfen sozusagen. Dann läuft es schneller.
gehen hier hoch. Oben, oh, da kommen schon die Einheiten. Alles klar. Also, die werden wahrscheinlich... Wir müssen jetzt mal ein bisschen vorsichtiger sein. Hatte der gerade nicht irgendwie 4000? So, der versucht natürlich hier zurückzuerobern. 3 Monate. Wir haben hier noch 30 Tage. Dann ziehen wir uns hier erstmal zurück. Ritter verbessert. Fraktion hat sich aufgelöst. Nicht interessant. Geld haben wir noch. Also wir haben noch nicht den Malus. So, jetzt drücken wir mal Stopp. Plus 49. Wir haben hier minus 12. Wir schauen mal hier oben. Die haben hier das erobert. Die anderen. Unsere Verbündeten greifen hier an. Merkwürdig eben, dass die einfach so viele Einheiten plötzlich haben. Aber das ist erstmal Fußvolk. Und hier 2 Einheiten. Kann man nicht hier da durchklicken? So, jetzt hier. Da haben wir hier, was sind das? Huskarle, ne? Schweres Fußvolk. Und hier haben wir auch nur Aufgebote. Da sind wir theoretisch besser, würde ich sagen. Aber wenn sie helfen, wäre es natürlich noch besser. Wir gehen jetzt erstmal mit der Hauptarmee hierhin. Und schauen, ob der kommt. Ja, der kommt. Das ist schon mal sehr gut. Ne, wir bleiben erstmal hier erstmal zurück. Der kommt natürlich. Wir gehen jetzt erstmal... Nein, das wäre ja ein direkter Angriff. So, die wollen sich hier natürlich verbünden oder verbinden. Wir gehen schon mal hier rüber. Die hauen ab. Was haben wir denn hier? Die wären am 13. Juni... hier oben und wir wären am 13. Juni auch oben. Was, wenn wir direkt angreifen, wären wir am 13. Juni hier. Hm, das ist interessant. Wie wird das berechnet? Schauen wir mal. Ja, das war vielleicht nicht so toll. Ah, so. Das ist jetzt natürlich so ein Katze-Maus-Spiel, ne? Das Dumme ist einfach, dass wir hinterherhängen. So, da kommt es zur Schlacht. Hier wird es gleich zur Schlacht kommen. Da sind wir alle drin. So, was haben wir denn da? 34 auf unserer Seite. Natürlich hier mit jede Menge Soldaten. Wunderbar, die haben natürlich nur die Huskarle. 5000 gegen 5000 Mann. 1500 kommen noch. Und ein 28er auf der anderen Seite. Das sollten wir eigentlich schaffen. Das sollte kein Problem sein. Schauen wir mal, was passiert. Oh, das ist sehr gut. Also, stopp. Hier machen wir eine kurze Pause. So, wunderbar. Schauen wir mal. Wir haben Ruhm bekommen. Das ist eine klare Sache. Und wir sehen hier 1100 Mann weniger. 1100 Mann auf seiner Seite weniger. Ja, es ist ein, sagen wir mal, ein moderater Sieg. Aufgebote haben wir sehr viele verloren. Sie haben auch sehr viele Aufgebote verloren. Alles gut. Alles gut. Das ist schon mal gut. Wir sehen hier, wir sind bei 60%, ne? 60%, das ist doch okay. Ich gebe den Befehl mal Richtung London zu latschen. In unser Gebiet, aktuell besetztes Gebiet, damit wir uns ein bisschen ausruhen können. Und dann machen wir natürlich hier weiter. Der Krieg läuft weiter. Wir haben die Geschichte verlassen. Ja, jetzt
schreiben wir unsere eigene Geschichte mit William II. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.